Heute bauen wir mal wieder eine richtig coole Micro-Interaction. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es mal wieder um Micro-Interactions. Und zwar werden wir mit JavaScript und CSS eine richtig coole Micro-Interaction bauen von einem kleinen Button, auf den wir draufklicken. Der wird zu einem Progress-Bar und am Ende wird ein kleines Ergebnis ausgespielt. Das Ganze ist ziemlich cool, sehr einfach, dauert aber etwas länger als normal. Deswegen ist es ein cooler Effekt, der etwas aufwendiger ist. Allerdings, wenn ihr Fragen, Probleme oder sowas zu diesem Video habt, unten in der Videobeschreibung, ganz oben, ist ein Link zu Discord. Wenn ihr Fragen habt, einfach dort reinschreiben. Die Community hilft euch. Mittlerweile sind wir weit über 800 Leute, gehen Richtung 1000. Also wenn ihr Fragen habt oder Fragen beantworten möchtet, schaut auf jeden Fall vorbei. Ansonsten legen wir jetzt direkt los. Also auf geht's. So und los geht's mit unserem heutigen Video. Heute geht es darum, wie wir mit JavaScript und CSS einen richtig coolen Progress-Button bauen. Und wir haben hier zum Beispiel einen einfachen Submit-Button. Wir wollen jetzt ein Konto anlegen. Wir klicken drauf. Das Ganze wird zu einem Progress-Bar im Prinzip, wie man ihn kennt. Und wenn das Ganze fertig ist, dann kriegt man ein kleines Häkchen zurück und man weiß, okay, es ist abgeschlossen und das Ganze zeigt dem Nutzer direkt an, okay, ich muss noch ein bisschen warten, aber es läuft, es ist noch nicht stehen geblieben und es ist auch irgendwann abgeschlossen. Das Ganze finde ich ziemlich nett gemacht, ist relativ aufwendig für so einen kleinen Effekt, allerdings, das haben Micro-Animations so mit sich, muss man natürlich auch ein bisschen Arbeit hineinstecken. Unser sieht aktuell noch so aus, wir sehen nämlich gar nichts, bis auf hier oben einen Button mit Konto anlegen und hier in der Seite haben wir im Prinzip einmal unsere Index.html, zu der komme ich gleich, eine Function.js, die ist aktuell noch leer und eine Style.css. In dieser steht schon etwas, aber hier werden wir gleich jede Menge Zeug noch reinschreiben. Und ihr findet natürlich alles aus diesem Video unten in der Videobeschreibung als einen CodePen. Dort könnt ihr das im Prinzip nachgucken, ansehen und nachbauen. Für uns brauchen wir das hier in der Seite erstmal nicht mehr und schließen das. Grundsätzlich seht ihr hier schon, in der Index.html steht einmal halt unsere Style.css verlinkt, unser JavaScript verlinkt, was wir benutzen. Und hier in der Mitte haben wir einen Button. Dieser Button hat eine ID, nämlich ProgressButton und eine Class ProgressButtonStyle. In diesem Button befinden sich dann wiederum drei Spans mit einmal Title, Bar und Done. In dem Done befindet sich ebenfalls ein neues Icon im Prinzip und das ist wie folgt zu erklären. Wenn ihr das neu ladet, seht ihr jetzt gerade den Span Titel. Das ist so der erste Zustand. Wenn ich draufklicke, sieht man den Span Progress Bar und wenn das abgeschlossen ist, sieht man den Span mit der ID Done mit dem Span Icon. Das ist im Prinzip dieses Häkchen in der Mitte, was ich über Icon und ein Klammern After, also ein Pseudo-Element, generiere. Aber dazu gleich mehr. So, als erstes brauchen wir jetzt, um unser ganzes Skript anzufangen, müssen wir erstmal unseren Button etwas schöner stylen. Und dazu kopieren wir uns jetzt einfach hier den Button-Style raus in CSS und schreiben hier ein bisschen was dazu. Als erstes kopiere ich mir einen Befehl aus meinem Plan, nämlich einmal den Box-Shadow, weil unser Button hier hat so einen kleinen Shadow. Das ist im Prinzip, wie groß er ist, wie weit er ist und wie er ausfadet, umso stärker er ausfadet. Und dann natürlich, dass er schwarz ist mit einer Deckkraft von 40%. Das nächste, was wir brauchen, ist, wir sagen Background Color. In unserem Fall sage ich FF6E48, das ist der Orangeton. Dazu sagen wir noch Border None, weil standardmäßig hat ein Button, also das Button-Element hat eine Border. Diese wollen wir nicht. Wir sagen dazu Margin 15 rem nach oben, Auto 0 Auto, also dass der ganze Button später zentriert wird mit einem kleinen Abstand nach oben. Und wir sagen, das ganze Ding ist ein Block-Element, also kein Inline-Element mehr. Dann sagen wir Transition 400 Millisekunden, All, Cursor sagen wir Pointer und wir sagen zusätzlich noch Höhe. Weil das ist ganz wichtig, weil wir die Höhe später animieren, benötigen wir die Höhe, sagen wir 8 rem und die Weite setzen wir auf 30 rem. Zusätzlich sagen wir noch Position Relative, da wir innerhalb des Buttons diese drei Span-Objekte mit Position Absolute positionieren werden. Das Ganze speichern wir jetzt ab, aktualisieren und wir haben schon mal ähnlich wie hier einen Button in der Mitte. Allerdings fehlt uns hier beispielsweise noch der Style für unseren Color. Aber grundsätzlich benötigen wir, wenn das ganze Ding durchgelaufen ist, als erstes etwas anderes. Und zwar, wenn das ganze Ding durchgelaufen ist, kriegen wir hier im Prinzip, wenn ich im Maus drüber gehe, so ein Verbotenschild. Das heißt, ich kann ihn auch nicht mehr anklicken. Und das werden wir jetzt machen. Und zwar sagen wir dazu Progress Button Style, eckige Klammer auf und sagen hier Disabled. So,
Weil jetzt haben wir im Prinzip, oder stylen wir den Button neu, wenn er das Attribut Disabled bekommt, was später im Prinzip über JavaScript vergeben wird. Hier sagen wir dann im Prinzip einfach nur Cursor und sagen Not Allowed. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, passiert in unserer Version gar nichts, weil er dieses Attribut noch nicht hat. Allerdings ist es halt später wichtig, dass wir das hier vergeben haben. Der nächste Schritt, den wir machen müssen, ist, wir müssen das Ganze kleiner machen, wenn wir etwas laden. Und grundsätzlich, um etwas zu laden, um hier drauf eine Funktion auszurufen, müssen wir etwas mit JavaScript machen. Aber ich sehe gerade im Vorfeld, hier haben wir noch so einen kleinen blauen Rahmen drum. Das sollten wir vielleicht auch noch eben, wenn wir schon dabei sind, eliminieren. Und das bedeutet nämlich onFocus soll etwas passieren, und zwar Outline soll auf None gesetzt werden. Das aktualisiere ich und jetzt ist dieser blaue Rahmen weg. Das ist schon mal sehr gut. Und jetzt werden wir uns darum kümmern, dass wir hier so eine kleine Funktion darauf starten können. Das Ganze machen wir in JavaScript, deswegen gehen wir jetzt unsere Function.js, schreiben Variable, in unserem Fall Button, und sagen document.getElementById. Und unsere ID ist progressButton. So, das ist unser erstes Element. Wir brauchen später auch noch ein zweites Element, nämlich unser progressBar. Das funktioniert ähnlich, document.getElementById. Und hier sagen wir bar. Damit kriegen wir im Prinzip unser Span-Element, also dieses Span-Element, weil das die ID bar besitzt, und weisen das unserer Variable hinzu. Das nächste, was wir machen, ist, wir fügen unserem Button im Prinzip ein Event-Listener hinzu. Einfach mit Button add Event Listener on Click. Also wenn ich draufklicke, soll etwas passieren. In unserem Fall soll eine Funktion ausgelöst werden. Und diese Funktion soll jetzt ein paar Sachen machen. Als erstes sagen wir element gleich this, was heißt, das Element, auf das wir gerade geklickt haben, soll zu element werden. Und hier sagen wir element.classList.add und hier sagen wir loading. So, was heißt, ich speichere das mal eben ab, aktualisiere, wenn ich hier jetzt das Ganze untersuche und das Ganze auslage als eigenes Fenster, damit es für euch übersichtlicher ist. Wenn ich das Ganze nochmal aktualisiere und ich hier draufklicke, wird praktisch eine neue Klasse hinzugefügt an unser Button, nämlich Loading. Und mit diesem können wir jetzt einiges machen. Und wir werden jetzt im Prinzip wieder unsere Klasse nehmen und sagen, sobald unsere Klasse ProgressButtonStyle, also der Button im Prinzip, die Klasse Loading hat, wollen wir etwas Neues machen. In unserem Fall wollen wir sagen, dass die Höhe unseres Elementes auf 1.5 rem gesetzt wird. Das Ganze aktualisiere ich jetzt mal, ich klicke hier drauf und das Ganze ist wunderbar zusammengeschraubt. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Das nächste, was wir machen müssen, ist natürlich erstmal dafür sorgen, dass unser Progress Style bzw. unser Progress Title vor allem erstmal etwas schöner gestylt ist. Und das werden wir jetzt machen, indem wir das kopieren und sagen span. Was haben wir das genannt? Progress Title. Kopieren wir uns hier raus, fügen den hier hinten an und erstellen uns jetzt einfach noch ein paar zusätzliche Elemente. Und zwar sagen wir als erstes, unser Span ist ein Block-Element. Das nächste, was wir haben, ist, es hat 0 nach oben, 3 Margin nach links, 0 nach unten, 3 Margin nach rechts, Padding nach rechts. Dann sagen wir Transition all 300 Millisekunden. Sagen Color White und sagen Font Size 2 rem. So, das Ganze speichere ich jetzt mal ab, aktualisiere und es sieht jetzt schon mal genauso aus wie hier. Was heißt, das ist schon mal nicht schlecht. Allerdings haben wir noch keinerlei größere Animation. Und das kommt im Prinzip jetzt. Und zwar werden wir jetzt unsere Loading-Animation, also unser Progress Bar Loading, ein bisschen weiter definieren. Und das funktioniert ganz ähnlich, indem wir uns diesen Absatz hier kopieren, sagen Punkt und suchen uns hier unser Progress Bar, fügen diese hier hinten ein und im Prinzip stylen wir jetzt unser Balken, der hier durchgeht, also dieses dunkle Element, was hier so durchfadet, das stylen wir jetzt. Das machen wir mit Position Absolute, sagen Top 0, also der Abstand nach oben ist 0, der Abstand nach links ist 0, der Abstand nach unten ist 0. Background Color definieren wir als RGBA. Das heißt, wir können 0, 0, 0, das heißt RGB ist 0, ist schwarz, 0.2, was heißt, wir haben eine
Der Hintergrund ist praktisch ein Schwarzton mit zwei Transparent. Das seht ihr auch hier, dass dieses Rautenmuster kommt. Und jetzt sagen wir zusätzlich Weite ist ebenfalls 0. Und wir sagen Höhe 100%. Und auch hier Transition All 200 Millisekunden. Das Ganze speichern wir jetzt ab, aktualisieren, aber es passiert, wie gesagt, seht ihr, noch nichts. Und das ist ziemlich einfach, weil das müssen wir jetzt erstmal erstellen. Und zwar sagen wir jetzt, dass unser Element bei FunctionJS im Prinzip ein paar mehr zusätzliche Features bekommt. Und als erstes sagen wir, weil das der erste Schritt ist, wird ja klein. Und diese Animation, dann soll das noch nicht starten, dass der Balken entsteht. Deswegen sagen wir Set Timeout, Klammer auf, Function, kleine Klammern auf, geschweifte Klammern auf und hier hinten 200 Millisekunden. Das heißt, wir pausieren unser JavaScript für etwa 200 Millisekunden, sagen Variable Progress gleich 0 und das können wir eigentlich auch so definieren und sagen hier Intervall, also eine neue Variable, das ist unsere Intervallvariable. Dieses ersetzen wir jetzt zu einem Intervall. Das heißt, das ist so ähnlich wie setTimeout, nur dass es eine Funktion ist, die sich selbstständig ja immer wiederholt im Prinzip. In unserem Fall alle 200 Millisekunden soll die sich wiederholen und soll ein paar ja, nette Funktionen ausführen. Das erste ist, wir sagen, wir haben einen Progress, sagen hier mit mass.min progress plus mass, Klammer auf. Punkt random, Klammer auf, so, mal 0.1,1. So, was heißt, wir erstellen jetzt im Prinzip einen Wert, der selbstständig immer ansteigt um einige wenige Punkte. Das können wir uns einfach auch mal ausgeben lassen, indem wir einfach sagen Progress mit Console.log ausgeben. Ich aktualisiere das Ganze mal, öffne unsere Konsole, klicke auf den Button und ihr seht hier, der Wert geht hoch. Und geht aktuell halt wirklich ins Unendliche, was heißt, er geht bis 1 und dann hört er auf. Was heißt, wir können unseren Wert im Prinzip hier als Prozentwert ja, ansehen im Prinzip. Deswegen können wir jetzt sagen, unser Bar, also unser Balken, den wir hier oben definiert haben, wollen wir jetzt erweitern. Und zwar sagen wir style.width gleich und hier sagen wir Klammer auf, progress mal 100. Plus Prozent. Das heißt, jedes Mal, wenn unser Intervall durchläuft, wächst unser Progress an und wir erstellen hier im Prinzip einfach eine Prozentvariable, die die Weite des Balkens animiert. Wichtig ist allerdings, dass dieser ganze Bereich hier, was hier gemacht wird, lediglich ein Fake ist. Was heißt, wenn ihr später beispielsweise ein Upload habt, dann müsst ihr diesen Wert, also diesen Style-Wert hier im Prinzip verändern. Allerdings das gesamte andere hier, zum Beispiel wie groß der Progress ist, was ich hier gerade fake, sollte natürlich dann einer rationalen Zahl entsprechen, die gekoppelt ist an den wirklichen Fortschritt. Was heißt, ihr ladet etwas hoch, wie weit ist es denn schon hochgeladen? Das sollte dann der Progress sein und das müsstet ihr dann manuell anpassen, je nachdem, was für ein System ihr nutzt. Wichtig ist, in dem Moment, wo im Prinzip unser Progress 1 erreicht hat, soll etwas passieren. Das heißt, sobald Progress gleich 1, nämlich einmal sagen wir clear Intervall. Das heißt, wir breaken den im Prinzip runter, dass der nicht endlos weiterläuft, weil das kostet nur sinnlose Performance. Und wir machen unserem Element noch einige zusätzliche Funktionen. Und zwar einmal sagen wir Class List.removeLoading. Was heißt, unsere Klasse, die wir hinzugefügt haben, dass gerade etwas lädt, soll praktisch ja, weggenommen werden. Das nächste, was wir machen, ist, wir fügen eine neue Klasse hinzu. Und das heißt dann. Und das nächste, was wir machen, ist Punkt. Wie geht das denn noch? Das müsste eigentlich disabled sein. Müssen wir testen, ob es funktioniert. Setzen wir auf True. Was heißt, das, was ich hier im Prinzip schon gestylt habe, dass im Prinzip der Button später nicht mehr angeklickt werden kann, definieren wir einfach mit disabled gleich true. Das Ganze speichere ich jetzt mal ab, aktualisiere, klicke drauf. Oh, wir sehen schon, der Balken läuft durch. Und wenn das Ganze fertig ist, ist der Balken jetzt allerdings immer noch
Ja, ist immer noch dunkel. Ich kann aber schon nicht mehr draufklicken. Was heißt, wir brauchen jetzt nur noch einige wichtige CSS-Elemente, die im Prinzip ja für uns gestylt werden müssen. So, das Erste, was wir nämlich hier noch stylen müssen, beziehungsweise das Erste, was wir machen müssen, dass der nicht mehr komplett da ist, ist in dem Moment, wo wir das hier haben, soll das gestylt werden. Allerdings nicht immer, sondern nur, wenn es sich praktisch um die Klasse Loading handelt. Das heißt, sobald es lädt, soll das hier zu sehen sein. Ansonsten ist es nicht mehr zu sehen. Wenn ich das Ganze jetzt aktualisiere, läuft der Balken wieder durch. Es funktioniert wunderbar. Aber wenn es abgeschlossen ist, wird der Button wieder hell. Und ich kann nicht mehr draufklicken, weil das im Prinzip nicht mehr angezeigt wird. Das nächste, was wir machen müssen, der Titel, der hier zu sehen ist, soll nur angezeigt werden, wenn im Prinzip nichts da ist. Was heißt, in dem Moment, wo Done ist oder Loading ist, soll unser Titel nicht mehr zu sehen sein. Und dazu kopieren wir uns jetzt diese Zeile hier, fügen die hier ein, machen Klammer auf, Klammer zu und sagen hier Punkt Done, was heißt in dem Moment, wo es fertig ist, aber auch in dem Moment, wo im Prinzip hier Loading steht, soll die Opacity unseres Elementes 0 sein. Das heißt, das Ganze aktualisieren wir jetzt mal. Ich klicke hier drauf, es ist ausgeblendet. Wir haben jetzt den Balken, der durchläuft. In dem Moment, wo es fertig ist, geht es wieder auf. Aber er ist nicht mehr zu sehen. Was heißt, das funktioniert schon mal wunderbar. Aber was müssen wir jetzt noch machen? Und zwar können wir jetzt im Prinzip in dem Moment, wo wir fertig machen, wollen wir etwas sehen. Und was wir sehen, ist im Prinzip dieses Progress Done. Und das können wir ganz einfach stylen. Und das machen wir hier drunter. Wir sagen hier unser Loading.done. Was heißt, sobald es abgeschlossen ist, soll etwas passieren. In unserem Fall wollen wir dieses Element hier stylen. Und diese Klasse ist ein Span und soll etwas können. So, das erste ist einfach die Weite. Setzen wir auf 100%. Dann sagen wir Position Absolute. Das Ganze hat 0 nach oben, 0 nach links, 0 nach rechts und 0 nach unten. Dazu sagen wir noch Display Block, damit aus dem Span ein Block-Element wird. Sagen Transition 200 Millisekunden All. Und zusätzlich sagen wir hier auch noch Opacity. Ja, so im Prinzip speichern wir ab. Es wird jetzt noch nichts passieren, weil das ja transparent ist und wir nicht wirklich was sehen in dem Sinne. Allerdings können wir jetzt hiermit unseren Balken, unseren ersten Balken im Prinzip stylen. Und dazu sagen wir Icon, Klammer auf, Klammer zu. Und sagen jetzt hier Background Color, setzen wir auf weiß, weil unser Häkchen später weiß wird. Die Weite setzen, with ein Rem. Da müssen wir natürlich das Ganze etwas schöner machen. So. Das nächste, was wir machen, ist die Höhe. Setzen wir auf 4 Rem. Und das nächste, was wir machen, ist Position. Absolute. Hier sagen wir Top 50%. Left 50%. Und sagen Transform. Translate minus 50%. Minus 50%. Damit zentrieren wir unseren Strich praktisch in dem Button. Wenn ich das Ganze jetzt mal durchlaufen lasse und unser Button gleich erscheint, müsste einfach in der Mitte ein weißer Strich sein. Und was wir jetzt noch machen müssen, ist natürlich ziemlich simpel in dem Sinne. Und wir sagen hier einfach Rotate. Und wir wollen das Ganze um 35 Grad drehen, was heißt 35 Degree. Und als guter Letzt definieren wir dieses hier ebenfalls noch als Block-Element. Speichern das Ganze ab, aktualisieren, klicken hier rein. Es läuft jetzt schon wunderbar durch. Und wir haben jetzt einen schrägen Button hier drin. Was wir jetzt natürlich noch machen können, wir stylen gerade in dem Moment, wo es Done ist. Wir wollen das Ganze aber auch noch ein bisschen, in Klammern, schöner animiert haben. Und dazu machen wir hier drin im Prinzip das Done weg. Das heißt, dass unser Progress Done Icon immer existiert, allerdings mit der Opacity von 0. Und hier bekommt es die Opacity 1. Warum kommt dieses Opacity 1 und hier sage ich im Prinzip noch Transition 200 Millisekunden All. Das Ganze aktualisieren wir jetzt mal, gehen hier rein und jetzt müsste unser Button sich langsam einanimieren in dem Sinne, wo er dann bekommt. Und das habt ihr jetzt gerade gesehen, das wird so leicht reinanimiert.
und das wollen wir auch später haben. Aber was euch jetzt sicher aufgefallen ist, hier fehlt noch der kleine Zipfel hier dran und den müssen wir jetzt ebenfalls noch gestalten. Dafür kopieren wir uns diese Klassen hier. Das heißt, wir sagen, in unserem Icon haben wir ein After-Element und dieses Pseudo-Element im Prinzip bekommt Display-Block, bekommt Content ist leer und bekommt jetzt noch einige zusätzliche Elemente. Wir sollten vielleicht nicht das After-Element benutzen, sondern eher das Before-Element. So, und sagen jetzt, die Weite ist ein Width ist ein Rem. Dann sagen wir, die Höhe sind 2 Rem. Wir sagen Position Absolute. Hier drin sagen wir Top 50%, Left 50% und sagen hier unten Opacity. Ups. Opacity 1. Und vor allem sagen wir hier Transform. Hier sagen wir Translate, aber ebenfalls, also nicht 50%, sondern 1 Rem, 0,5 Rem. Und wir sagen hier bei Rotate, weil wir dieses kleine Zipfel in die Gegenrichtung drehen müssen, einfach minus 90 Degree. Und zu guter Letzt machen wir das Ganze ebenfalls, das haben wir oben schon gemacht, sollte jetzt theoretisch funktionieren, was heißt, der Balken läuft durch. In dem Moment, wo er fertig durchgelaufen ist, bekommen wir unser Element. Allerdings wird es noch nicht angezeigt. Warum wird es noch nicht angezeigt? Gucken wir uns das Ganze mal an. Gehen hier auf unser Element, gehen auf unser Klassenelement. Hier drin haben wir ein Before-Element. Es wird angezeigt, allerdings hat es noch keine Hintergrundfarbe. Das würde es natürlich erklären, warum wir es noch nicht sehen. Und in diesem Moment sollte es ebenfalls als weißes Element, als kleines Häkchen angezeigt werden. Wir können nicht mehr draufklicken. Wir haben eine wunderbare kleine Micro-Interaction geschaffen. Und wie gesagt, ihr könnt also das Grundelement dieses Buttons auf alles anwenden. Allerdings müsst ihr das, was ich hier random generiere, wie auch immer ihr es umsetzen möchtet, anpassen, sodass hier im Prinzip ein Wert entsteht von 0,00 bis 1 und in dem Moment wird es auch wunderbar funktionieren. Und beispielsweise über Ajax oder sowas kann man den Zustand der Abfrage wunderbar abfragen. Ansonsten, ja, viel Spaß beim Nachmachen. So, das war's schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, unten in der Videobeschreibung findet ihr Links zu Discord, Facebook, Twitter, Instagram und so weiter. Schaut einfach mal vorbei. Ansonsten, wenn ihr diesen Channel unterstützen möchtet, findet ihr dort auch Links zu Amazon Affiliate, wo ihr einfach etwas kaufen könnt, um diesen Channel etwas zu supporten. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder mit einem neuen Video. Bis dahin viel Spaß und bis bald!